Hallo Floppy-Fans! Heute zocken wir ein Kinderspiel! Yeah! Mit gerade einmal 4 Jahren entdeckte ich für mich den C64 mit all seinen fantastischen Spielen. Unsere 3 großen Diskettenkästen erschienen mir damals wie magische Schatzkisten, in denen viele Brotkastenklassiker schlummerten, auf unzähligen sicherheitskopierten Disketten. Zwischen diesen vielen Klassikern war aber auch so manche heute lang vergessene Perle. Eine dieser Perlen war Purple Turtles. Nein, nicht die Ninja Turtles, sondern tatsächlich 4 lila Schildkröten, über die es zu springen gilt. Das Spiel dürfte relativ unbekannt sein und ihr werdet es derzeit weder bei C64-Wiki noch in einem Zeitschriftenartikel auf codeboy.com finden, wenn es überhaupt jemals von einem Spieleredakteur getestet wurde. Weshalb es niemand kennt, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Nun ja, es ist ein Kinderspiel. Und anders als noch recht bekannte wie Donald Duck's Playground hatte es weder eine große Lizenz, noch stammte es von einem namhaften Studio oder Entwickler. Und dennoch hat mir dieses Game, wie einst Duplo-Steine oder Samstagmorgen-Cartoons, viele spaßige Stunden meiner Kindheit beschert. Aber worum geht's in Purple Turtles überhaupt? Das Spielkonzept ist einfach. Eure Aufgabe ist es, den namenlosen Helden über einen Fluss zu führen. Dieser wird überquert, indem man über die zeitweise abtauchenden Schildkröten hüpft. Dazu sammelt ihr vom Baum gefallene Früchte ein und bringt sie ans andere Ufer. Bei alledem habt ihr ein Zeitlimit, innerhalb dessen ihr alle jeweils vom Baum gefallenen Früchte über den Fluss gebracht haben müsst. Schafft ihr dies, tauchen neue Früchte am Baum auf und die Anzahl der abtauchenden Schildkröten steigert sich jeweils um 1. Wobei es bei 3 schon richtig knifflig wird. Okay, oh, Mist. Gesteuert wird das Ganze einfach kindgerecht mit dem Joystick, den ihr lediglich kurz nach rechts oder nach links bewegen müsst, um nicht abzutauchen. Begleitet wird all dies von einem ohrwurmverdächtigen Soundtrack, der irgendwie etwas von einem Seemannslied hat. Oh, we got this notion that we quite like to sail the ocean, so we're building a big boat to leave here for good. We're not keen on singing. Noch besser aber finde ich die im Spiel verwendeten Sounds. Yeah, das nenne ich Arcade-Sound. Auch die Grafik ist für 1983 wirklich schick gehalten. Man beachte nur die vielen Details, wie zum Beispiel die Eule, die sich nach jedem geschafften Levelabschnitt geradezu abgöttisch freut. Hinzu kommen noch die sich im Hintergrund bewegenden Wolken und die fahrenden Luftballons. Ja, selbst solche Kleinigkeiten schafft das Spiel mit nur einem Screen nett in Szene zu setzen. Abschließend kann ich nur sagen, dass Purple Turtle sicherlich kein Maniac Mansion, Gina Sisters oder Turrican ist. Dennoch aber für das, was es nun mal ist, nämlich ein nettes und spaßiges Kinderspiel, seinen Job richtig gut macht. Kurzum, ein Casual Game früherer Tage mit simpler Steuerung, das mit etwas aufgerührter Grafik noch heute als Smartphone Game für zwischendurch erfolgreich zum Download angeboten werden könnte. So, bevor wir das hier jetzt aber beenden, werde ich noch den 3. Level packen. Okay, wunderbar. Jupp, zack. Und zack. Oh, so leicht nicht, mein Freund. Okay, ich hab's gleich, ich kann die Birne schon sehen. Noch ein kleiner Sprung. Jo, das geht. Nein! Ah!